Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beschäftigen wir uns mit Monster Hunter World und zwar wie man das ganze Inventar umstrukturieren kann, damit man schneller im Kampf ist, wie man Sachen herstellt und wie man sich Ausrüstungssets speichern kann. Als allererstes fangen wir mit dem Tortenmenü an. Dazu müsst ihr die Optionstaste drücken, geht auf Tortenmenü anpassen und dann könnt ihr hier zum Beispiel einen Reiter machen wie Buff. Dann müsst ihr die Optionstaste drücken, dann könnt ihr das umbenennen. Und dann könnt ihr hier auf die einzelnen Dinger aufdrücken, dann könnt ihr euch hier zum Beispiel die ganzen Buffs reinmachen. Es funktionieren aber auch Emotes oder Kurztexte für die Chats oder hier solche Emotes für die Chats, ja doch für die Chats. Und dann könnt ihr hier auch Tränke und all solche Sachen reinmachen, das ist ja alles unterteilt. Das Ganze könnt ihr auch einmal unten rechts machen, dazu müsst ihr auf Objektbeute gehen. Geht hier einmal ganz nach unten und dann könnt ihr Dreieck drücken. Und dann könnt ihr euch die Schnellwahl hier auch nochmal separat anpassen, damit ihr nicht so viel Zeit in Kämpfe verbraucht, um die Sachen daraus zu suchen. Hier könnt ihr auch Fallen und all solche Sachen reinmachen. Wenn euch die Liste zu lang ist, dann könnt ihr Sachen, die ihr nicht braucht, an jeder Missionsanfang schnell in einer Truhe packen. Dann ist die Liste kleiner und ihr könnt schneller durchnavigieren. So, dann können wir zur Herstellungsliste gehen. Hierüber können wir zum Beispiel Tränke und all solche Sachen wieder nachcraften. Dazu brauchen wir aber Materialien, die bekommt ihr dann während der Quests. Da könnt ihr dann Sachen sammeln und von diesen Sachen könnt ihr dann wiederum Sachen craften, zum Beispiel Fallen, wenn euch die ausgehen und so. Das ist ziemlich wichtig. Und ja, mehr ist das eigentlich nicht mit dem Craften. Jetzt kommen wir nochmal zu den Sets. Die Sets könnt ihr wie folgt ändern. Dazu geht ihr auf Ausrüstung ändern an einer Kiste und könnt dann hier rüber gehen. Und dann könnt ihr euch Rüstungsset zusammenstellen. Hier zum Beispiel dieses Set ist auf Angriff Boost. Ich kann euch das nochmal zeigen. Unten seht ihr bei Fähigkeiten, da steht Angriff Boost. Und das habe ich eigentlich bei jedem Ding drauf gemacht, außer bei den Handschuhen. Da gab es das nicht. Und ja, dann könnt ihr euch noch den Ghillie-Mantel reinmachen oder einen anderen Mantel, den ihr halt bevorzugt. Gesundheitsboost. Zum Beispiel könnten wir komplett rausmachen und noch einen zweiten Mantel reinmachen, falls wir das dann überhaupt wollen. Und dann könnt ihr hier rüber gehen, drückt auf Optionstaste und drückt Set speichern. So, jetzt hat er das gespeichert. Und dann könnt ihr auf Optionstaste nochmal drücken und könnt dieses Set umbenennen, je nachdem, was ihr da halt gespeichert habt oder wie ihr euch da am besten zurechtfindet. So, mehr ist das eigentlich auch gar nicht gewesen. Weitere Tutorials werden zu Monster Hunter World auch noch folgen. Ihr könnt daher den Kanal gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch über Feedback und eine Bewertung und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.